Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen! Als der Bildungsausschuss unseres Landtags Ende September in Irland weilte, besuchten wir unter anderem auch die Intel-Chip-Fabrik bei Dublin. Wir hörten Vorträge und führten Gespräche, vor allem mit Personen, die sich der Gewinnung von Fachkräftenachwuchs für die IT-Branche widmen. Einer von ihnen, er nannte sich, wenn ich mich recht erinnere, Bernie, hielt zu Beginn seines Vortrags ein Smartphone hoch und meinte, das Kernproblem bei der Nachwuchsgewinnung sei, dass die jungen Leute an der Schule dieses Gerät zwar mit Begeisterung zu nutzen verstünden, sich aber nicht die Bohne dafür interessierten, wie es funktioniert und hergestellt wird. Und kaum ein Schüler noch Ehrgeiz zeige, sein Berufsleben der Herstellung und Weiterentwicklung solcher Geräte zu widmen. Besser kann man die Krise der Digitalisierung kaum beschreiben. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir in nicht mehr allzu ferner Zukunft einer Generation begegnen, die ohne Smartphone zwar nicht mehr leben kann, zugleich aber nicht in der Lage ist, Smartphones herzustellen. Man könnte von einer Dialektik der Digitalisierung sprechen. Die Altparteien stecken vor diesem Problem den Kopf in den Sand, weil es unbequem ist, sich damit zu befassen und weil die Altparteien in ihrer typischen Altparteienbequemlichkeit jeder krisenhaften Entwicklung freien Lauf lassen. Wir aber, die AfD, wir weichen nicht aus, wir sprechen dieses Problem an und wir gehen es an. Wir müssen unsere Kinder und Jugendlichen so erziehen und bilden, dass sie die Digitalisierung beherrschen und nicht von ihr beherrscht werden. Dass sie Abstand nehmen können und verstehen, was vor sich geht, anstatt der technischen Entwicklung einfach nur dumpf ausgeliefert zu sein und sich hilflos in Abhängigkeiten treiben zu lassen, aus denen sie irgendwann niemand mehr befreien kann. Was wir brauchen, sind Digitalisierungsfachkräfte. Was wir bekommen, wenn wir so weitermachen wie bisher, sind Digital-Junkies. Der vorliegende Antrag meiner Fraktion schlägt eine ganz konkrete Maßnahme vor, um dieser Entwicklung gegenzusteuern. Wir wollen den privaten Smartphone-Gebrauch aus dem Unterricht verbannen, weil die Nutzung privater Smartphones während der Unterrichtszeit einen der Gründe für das sinkende Bildungsniveau und damit für den Fachkräftemangel darstellt. Und das ist keine bloße Behauptung der AfD, sondern das ist durch eine Fülle von Studien überreich belegt. Es ist im Grunde schon eine Binsenweisheit der Hirnforschung. Wir haben in Vorbereitung dieses Antrags noch einmal über 30 nationale und internationale Studien gesichtet, von denen jede einzelne nachweist, dass und wie genau Smartphones die kognitiven Fähigkeiten junger Menschen beschädigen. Da ist zum Beispiel die zwischen 2016 und 2017 deutschlandweit durchgeführte BLIKK-Studie, also B-L-I-K-K, das steht für Bewältigung, Lernverhalten, Intelligenz, Kompetenz und Kommunikation. Diese Studie hat für die Gruppe der 2- bis 14-Jährigen nachgewiesen, dass Lese- und Rechtschreibschwäche je stärker ausgeprägt sind, je intensiver Bildschirmmedien genutzt werden. Nach einer aktuellen schulpädagogischen Studie der Universität Augsburg führt eine intensive Smartphone-Nutzung bei Schülern zu Lernrückständen von bis zu einem Jahr. Eine Studie, die schon 2015 unter dem Titel The Brain in Your Pocket in der renommierten Zeitschrift Computers in Human Behavior veröffentlicht wurde, belegt einen signifikanten Zusammenhang zwischen intensiver Smartphone-Nutzung und verminderter Intelligenz. In der gleichen Zeitschrift wurde 2014 eine Studie publiziert, die zeigt, dass Schüler und Studenten, die ihr Smartphone intensiv nutzen, schlechte Noten, mehr Angst und eine geringere Lebenszufriedenheit haben als diejenigen, die ihr Smartphone seltener nutzen. Eine Studie, die 2014 in China unter sage und schreibe 7.102 Jugendlichen der Jahrgangsstufe 7 bis 12 durchgeführt wurde, zeigt, dass Smartphone-Nutzung im Zusammenhang mit Aufmerksamkeitsstörungen steht. Ebenso eine kalifornische Studie aus 2012. Ich könnte hier noch stundenlang solche Zusammenhänge referieren. Der Fall ist klar. Die Bildschirmzeit verdrängt zunächst schlicht die Lernzeit. Die Kinder und Jugendlichen kommen einfach viel seltener dazu, sich Schulaufgaben zu widmen, weil das Smartphone ihre Zeit raubt und mit sinnloser Beschäftigung füllt. Die wenige Zeit, die sie dann noch mit Lernen verbringen, wiederum wird schlechter genutzt, weil die Schüler aufgrund der dauernden Unterbrechung durch das Smartphone das Konzentrationsniveau, das für effizientes Lernen notwendig ist, gar nicht mehr erreichen. Weniger Zeit zum Lernen und in der wenigen fragmentierten Zeit zugleich schlechtes Lernen. Zu diesem doppelten Schaden kommen hirnphysiologische Veränderungen hinzu, die das Lernvermögen dauerhaft beschädigen. Eine Langzeitstudie der Universität North Carolina unter 169 Sechst- und Siebtklässlern hat mittels MRT-Untersuchungen nachgewiesen, dass bei ausgeprägter Nutzung sozialer Medien in dieser Altersgruppe die Gehirnareale, die für Motivation, gezielte Aufmerksamkeit und kognitive Kontrolle zuständig sind, beeinträchtigt werden.
Diese Studien beziehen sich zunächst nur auf die bloße Quantität der Smartphone-Nutzung. Dass diese Nutzung einen zwanghaften Charakter annimmt und also die Qualität einer Sucht gewinnt, ist dabei längst keine nur vereinzelte Erscheinung mehr, sondern ein regelrechtes Massenphänomen. Nach einer österreichischen Studie waren 2018 schon 9% der Schüler von schwerer Internetsucht betroffen. Eine Schulsozialarbeiterin aus Stendal, die sich letzte Woche in einem Brief an mich darüber beklagt hat, dass wir ihren Berufsstand eher kritisch sehen, hat den Sinn ihrer Tätigkeit unter anderem damit zu begründen versucht, dass immer mehr ihrer Betreuungsfälle unter Internet- und Smartphone-Sucht leiden. Das Problem besteht ohne Zweifel. Doch ich denke, statt aufwendiger sozialpädagogischer und schulpsychologischer Betreuung wäre es ein einfacheres und zugleich effektiveres Mittel gegen die Internetsucht vieler Schüler, einfach mal das Smartphone während der Schulzeit ausgeschaltet zu lassen. Auch wenn keine regelrechte Sucht vorliegt, schadet die Präsenz des Smartphones im Unterricht. Der Psychologe Adrian Ward hat 2017 in den USA nachgewiesen, dass allein die Präsenz eines Smartphones auf dem Tisch reicht, damit Probanden bei Testfragen schlechter abschneiden. Ein in der Nähe befindliches eingeschaltetes Smartphone nimmt uns so in Beschlag, dass Ressourcen im Gehirn besetzt werden. Schon 2010 hat eine in den USA durchgeführte Studie nachgewiesen, dass Wirtschaftsstudenten deutlich schlechtere Lernergebnisse aufweisen, wenn sie während der Lehrbuchlektüre das Smartphone benutzen. Um das zu wissen, freilich braucht es keine Studien. Jeder wird, wenn er es einmal auf einen Versuch ankommen lässt, die Erfahrung machen, dass er besser lernt und sich besser konzentrieren kann, wenn er das Smartphone aus seiner Lernumgebung entfernt. Die diversen Chatgruppen und sozialen Medien bilden ein nicht enden wollendes Gespräch, eine Art ständige Versammlung, wo pausenlos Unmengen von Schwachsinn auf Unmengen von Schwachsinn gehäuft werden, was uns immer wieder ablenkt und unterbricht. Im Berufsleben lässt sich diese Dauerpräsenz des Gequassels oft nicht mehr vermeiden. Wenn wir sie aber während der Schulzeit aus der Schule verbannen, dann tun wir unseren Kindern etwas Gutes. Wir ermöglichen ihnen, ohne Ablenkung in Ruhe zu lernen. Auf die schädlichen Sekundareffekte des Smartphone-Missbrauchs, wie etwa das sogenannte Cybermobbing, bei dem Mitschüler über soziale Medien drangsaliert werden, auf Übergewicht, ADHS, Depression, Schlafstörungen und viele weitere nachteilige Auswirkungen, die in Dutzenden Studien nachgewiesen wurden, komme ich aus Zeitgründen nicht zu sprechen. Fazit: Der Smartphone-Missbrauch ist nicht nur ein einfacher Störfaktor, sondern bündelt eine Fülle von Ursachen, die Lern- und Bildungsvorgänge stören. Digitalisierungsfachkräfte, fähige Programmierer, Mikrotechniker und Elektroingenieure bekommen wir nicht dadurch, dass wir die Bildschirmzeit der Kinder maximieren, sondern nur, wenn wir unsere Kinder in Ruhe und ohne Ablenkung zu Konzentration, Reflexion und Beherrschung erziehen und ihre Kreativität und Intelligenz fördern. Nicht ohne Grund, und das sollte Ihnen wirklich zu denken geben, schicken die Programmierer von Silicon Valley ihre Kinder ganz bewusst an Schulen, wo die Schüler erst spät und dann nicht anwendend, sondern vorwiegend analysierend mit digitalem Gerät konfrontiert werden. Der durchschnittliche BRD-Bildungspolitiker Hans Wurst des Jahres 2023 freilich, der in aller Regel nachplappert, statt nachzudenken, meint, er hätte etwas für den Fortschritt getan, wenn er die Kinder möglichst früh, möglichst flächendeckend und möglichst lange mit digitalem Gerät konfrontiert. Die Schule ist ein Schutzraum und die Schulzeit ist eine Schutzzeit für unsere Kinder, während der sie sich frei von schädlichen Einflüssen entwickeln können sollten. Frei vom Dauer-Online-Stress, frei von Ablenkung aus dem Internet. Was wir wollen, ist dabei in Sachsen-Anhalt gar nichts Neues. In einigen Schulen gilt jetzt schon, dass Smartphones während des Unterrichts ausgeschaltet sein müssen, genauso wie wir uns das vorstellen. Wir wollen nur, dass diese gute Praxis durch das Ministerium auf alle Schulen im Land übertragen wird. Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag, der nicht mehr und nicht weniger wäre als einfach ein kleiner Schritt hin auf eine bessere Bildung. Wenn Sie sich aber nun auch diesem Vorschlag der AfD-Fraktion verweigern, was ich befürchte, dann stützen Sie selbst die gängige Verschwörungstheorie, wonach die Bildungskrise Absicht ist und es im Kern darum geht, ein geistig verarmtes Elektorat heranzuziehen, dem jede intellektuelle Kapazität fehlt, sich gegen subtile Reformen der Herrschaft zur Wehr zu setzen. Zeigen Sie, dass es nicht so ist. Stimmen Sie unserem Antrag zu.